schnelles Internet bis an die letzte Milchkanne. Damit dieser Plan auch Realität wird, investiert der Landkreis Vechta derzeit einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau des Breitbandnetzes. Finanziell gefördert durch Gelder vom Bund und vom Land sollen so die weißen Flecken, also Gebiete, in denen die Internetgeschwindigkeit momentan noch unter 30 Mbit pro Sekunde liegt, erschlossen werden. Heißt, knapp 9000 Anschlüsse in den bisherigen Ausbaustufen 1 und 2. Also wir sehen ja in vielen Bereichen, dass jetzt in den Städten wie Lohne, Vechta und anderen Städten und Gemeinden ausgebaut wird. Das sind Bereiche, die wirtschaftlich sind für die Unternehmen. Wir sind nur im Bereich der sogenannten Wirtschaftslücke unterwegs. Das heißt also, die Unternehmen sind nicht in der Lage, hier wirtschaftlich zu arbeiten, und deswegen greift der Staat ein. Das hat der Bund ja auch erkannt, hat entsprechende Förderprogramme aufgelegt, das Land genauso. Das bedeutet aber auch, dass jeder Anschluss mit öffentlichen Geldern gefördert wird. In der zweiten Ausbaustufe mit einem Volumen von rund 40 Millionen Euro für ca. 2500 private Adressen macht das beispielsweise 16.000 Euro pro Anschluss. Mindestens ein Teil dieser Ausgaben soll durch die erwarteten Pachteinnahmen in den nächsten 25 Jahren ausgeglichen werden. Die Kosten erklären sich unter anderem durch die 1400 Kilometer Tiefbau, die im Rahmen des Breitbandausbaus zu bewältigen sind. Denn während eine offene Bauweise hier zwar die günstigere Variante wäre, muss 60-70% der Strecke im Landkreis Vechta im sogenannten Spülbohrverfahren erschlossen werden. Es ist ein Verfahren, wo man direkt am Kopfloch, also an einer Baugrube einsticht, direkt in die Tiefe geht mit einem größeren Winkel und dann direkt diese zu querenden Bauwerke dann in einer gewissen Tiefe unterquert, sodass nichts beschädigt wird. Beschädigt werden könnten bei anderen Verfahren etwa Baumwurzeln oder auch der Unterbau von Landstraßen. In vielen Fällen bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben viel alten Baumbestand hier in der Region. Wir haben ganz viele Straßen, die wir queren müssen. Wir haben Landstraßen, Bundesstraßen, die einfach zu breit sind, um die in anderer Weise zu queren. Und da bleibt uns nur dieses Verfahren leider übrig. Wie wichtig schnelles Internet inzwischen ist, zeigt auch ein Beschluss des Bundestages. Demzufolge haben Bundesbürgerinnen und Bürger ab Mitte 2022 einen rechtlichen Anspruch auf eine leistungsstarke Verbindung. Wenn die Gleichmäßigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland hergestellt werden soll, dann gehört Breitband mit dazu. Wir haben es gerade jetzt auch in Corona-Zeiten sehr genau gesehen, wie wichtig das ist, sowohl für Schüler, für Eltern, für Unternehmen, für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer. Nicht zuletzt ist auch die Landwirtschaft immer stärker auf ein stabiles Breitbandnetz angewiesen. Viele Anträge sind überhaupt nicht mehr in Papierform möglich. Die müssen digital übermittelt werden. Wir müssen da Fristen einhalten. Es hat alles sehr lange gedauert. Und viel Zeit ist dann ja auch mit Wartezeit verloren gegangen, die ich anders hätte besser einsetzen können. Doch nicht nur in Sachen Bürokratie, sondern ebenso bei den Themen Futter, Tierwohl und Stallmanagement bietet die Digitalisierung landwirtschaftlichen Betrieben inzwischen neue Möglichkeiten. Wenn wir unsere Schweine an den Schlachthof verkaufen, bekommen wir eine Rückmeldung. Wie schwer war das Tier? Wie viel Fleischmaß, wie viel Speckmaß hatte das Tier? Und der Schlachthof bezahlt natürlich Schweine, die zu speckig sind, schlechter, und Schweine, die zu schwer sind, auch schlechter als die, die im optimalen Gewichtskorridor liegen. Und wenn ich meine Auswertung, meine Schlachtdaten ganz kurzfristig online bekomme, kann ich auch schnell Defizite beseitigen. Damit in Zukunft noch mehr Menschen vom schnellen Internet profitieren können, hat der Landkreis nun auch für Gebiete mit einer Geschwindigkeit von unter 100 Mbit pro Sekunde Förderanträge beim Bund gestellt.